Ja, herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauer, zu Diablo 1, der Hellfire HD-Version. Wir haben Zeug zum Identifizieren und Verkaufen. Wir haben den Stone Curse. Hello, my friend. Stay a while and listen. Wir könnten Bader gebrauchen. Well, what can I do for you? So, Axt kann weg. Schwert kann weg. Warrior Staff of Elemental. Ja, nicht mal ansatzweise so gut wie unsere. Auric Amulet erstmal anlegen. Haben wir hier einen 500er Stapel in einer Menge. Gut, dann kommt der 1000er Stapel erstmal hier hin. Ja, wenn ich jetzt das Amulett tausche, dann wird wieder aufgeteilt. Auch gut. So, Amulett weg. Ah, erstmal reparieren hier Wow, what can alles. I do for you? So. Den Warrior Stuff nicht. What ails you, my friend? Ah, das 6. Neue What ails Tränke. you, my friend? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das waren 7. I sense a soul in search of answers. So, bei Items. Baustoff Full Mana bitte. Und dann verkaufen wir nicht den. Wow. Den Stab, der einen Haufen Geld bringt. Wow, Achso, what was can I do for you? interessant ist eigentlich? Schild, Schild, Doppelgängerstab, der nicht viel Schaden macht. Noch ein Schild, Bogenschild, Schild, Schild, Plate, Staff of Speed, Ring of Perfection. Ah. Den kaufen wir. Hit 120, Armor Class, Damage, alles hoch, sehr schön. Wow, what can I do for you? Dann verkaufen wir den alten, den brauchen wir nicht mehr. So. Speichern und da geht's jetzt wieder runter zu unserem guten Lazarus. Wow. Ah, nicht da raus. Komm. Ah, du läufst weg. Au. Gut. Ich glaube, seine beiden Bossweiber haben wir schon gekillt. So, jetzt fehlt nur noch Lazarus himself. So. Your
madness ends here, betrayer. Good. Lazarus ist tot. Sogar ohne, dass wir großartig viele Potions oder so trinken mussten. Und wir können zurück auf Level 15 kehren. Könnt ihr jetzt in den Unholy Altar? Nö. Da wir so viele von denen noch rumliegen haben, nehme ich einfach meine von denen. So, dann können wir wieder mit Kane reden. Your story is quite grim, my friend. Lazarus will surely burn in hell for his horrific deed. The boy that you describe is not our prince. But I believe that Albrecht may yet be in danger. The symbol of power that you speak of must be a portal in the very heart of the labyrinth. Know this, my friend. The evil that you move against is the Dark Lord of Terror. He is known to mortal men as Diablo. It was he who was imprisoned within the labyrinth many centuries ago. And I fear that he seeks to once again sow chaos in the realm of mankind. You must venture through the portal and destroy Diablo before it is too late. Naja, bleibt immer alles an uns hängen. Gut, Quest Diablo. Well, what can I do for you? Dafür hat niemand was zu sagen, ist auch okay. So, aber bevor wir uns mit Diablo anlegen, geht's wieder in die Katakomben. Nee, halt. Katakomben war falsch. Hier wollen wir hin, in die Krypta. Hier könnten wir schon runter in Level 2, aber wir haben ja noch nicht mal Level 1 vollständig erkundet. Genau wegen denen. Die sind echt starker Tupac, ey. Ey, sie sind langsamer als wir, aber wir können sie nicht schlagen. Und natürlich läuft mein Typ nie dahin, wo ich ihn hinhaben möchte. So, Grave. Wow. Ist hier eine Sackgasse, die ich da schreiben kann? Aber ja, die tun weh.
Die tun echt weh, die Jungs hier. Oh, und ja, den hätten wir identifizieren können. So, Gold. Longbow. Nichts. Okay. Hoffen wir mal, dass wir vor denen auf die Tiefe... Tornnote? Tornnote. Kann ich nichts mit anfangen. Wahrscheinlich brauche ich noch andere Teile von dieser Note. Zero Gold Pieces. Au, au. Also erstmal ist das hier sehr laut. Ich weiß auch nicht, warum die ständig Shockwave sagen. Es klingt jedenfalls wie Shockwave. So, jetzt fehlst nur noch du. Okay. Au. Ja, stimmt, hier drin blitzt es ja ein bisschen. Hier drin ist immer so schlechtes Wetter. Wow, und hier geht's noch sehr viel weiter, wenn ich mir das so sehe. So ist die Frage, will ich in diese Falle tappen? Cornerstone of the World. Huh. Okay, hier sind wieder... Ah, Tomb Rats. Sagen wir mal so, was an Nahkämpfern und so hier rumläuft, ist jetzt nicht mehr der Rede wert. Die Viecher jedoch können nervig sein. Oh, ein Buch zum Lesen, aber zu viel Viehzeug. Die machen zum Glück nicht ganz so viel Schaden wie die anderen Kerle. Gucken wir uns erst den Bereich hier an. Also ja, Journal the Meeting. Das Treffen. Hier ist nichts. Ja, die da tun mir weh. Komm her, du. Du musst dich nur einmal hauen und du bist tot. Das ist gut. So. Hier ist nichts drin. Gothic Shield. Von mir. Ja, genau. Ich packe Geld in mein Quick Bar. Das hilft immer.
So, dann gucken wir uns noch das stille Kämmerchen hier unten an. Oh, hier sind das Zellen? Scheint Zellen zu sein. Also hier ist nichts drin und hier ist auch nichts drin. Oder ja, es ist eine Krypta. Das sind so separate Grabkammern wahrscheinlich. So. I have tried spells, threats, abjuration and bargaining with this foul creature. To no avail. My methods of enslaving lesser demons seem to have no effect on this fearsome beast. I have tried spells, threats, and... Okay, irgendjemand hat hier versucht, einen Dämon zu beschwören. I have tried... Ah, und wir haben das sogar jetzt als Quest gekriegt. Interessant. Also, na, cool. Ist der böse Dämon, der hier beschworen wurde, wie man auch wahrscheinlich im Opening von Hellfire gesehen hat. Wow, okay. Alle wollen bitte in eine Reihe einstellen und sterben. So. So, ein bisschen tot, eine Krone. Elixier der Stärke. Ja, das ist auch gerne weg. Das ist immer schön. So. Genau, rennt hier rein. Nein, nicht wieder rausrennen. Ja gut, wenn es so viele sind, die einen beballern, dann tut es natürlich auch weh. So. Gold? Noch mehr Gold? Tod? Welche unbegehbaren Lavalöcher. Okay, viel zu viel Gewusel. Da bist du Nervensäge. Was mit denen hier auch. Ja. Ein Helm, der nichts wert ist. Ich habe halt keine Ahnung, was ich mit dem Cornerstone of the World anfange. And in the year of the golden light. It was so decreed that a great cathedral be raised. The cornerstone of this holy place was to be carved from the translucent stone Antiriol, named for the angel who shared his power with the Haradrim. In the year of drawing shadows, the ground shook and the cathedral shattered and fell. As the building of catacombs and castles began, and man stood against the ravages of the Sin War, the ruins were scavenged for their stones. And so it was that the cornerstone vanished from the eyes of man. The stone was of this world,
and of all worlds, as the light is both within all things and beyond all things. Light and unity are the products of this holy foundation, a unity of purpose and a unity of possession. Okay.